So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich bin gerade mit Pupsi in Meiningen bei McDonald's und sie hat mir erzählt, da gibt es was ganz Geniales in der App, aber auch nur mit der App, also nicht so normal im Handel erhältlich. Du brauchst dazu die McDonald's App, die hat sie auf ihrem Handy, da findet sie immer richtig coole Angebote. Ihr kennt nämlich alle die Spicy Nuggets. Können wir ja mal zeigen hier. Da gibt es immer Spicy Nuggets, neben den normalen Nuggets gibt es Spicy Nuggets, die richtig schön scharf sind schon von alleine. Und jetzt gibt es was ganz Besonderes und zwar diese Soßen jetzt. Level up your spice, 3 verschiedene Soßen. 8% Jalapeno Level 1, 13% Jalapeno Level 2 und Red Chili Mix Level 3. Probiere jetzt unsere neuen Spicy Dips und zeige uns deine Reaktion und das Spicy McNuggets Challenge. Wie viel kostet normalerweise eine Spicy Nugget Box mit 20 Stück drin? Was weiß Pupsi? 9,49. Und mit diesem Gutschein, den sie in der App hatte, habt ihr diese Box für 7,99 Euro bekommen, glaube ich, oder? 7,99 für die 20er, da spart ihr schon mal und kriegt diese super spicy Soßen dazu, diese 3 Stück. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt wirklich scharf sein sollen oder nicht. Level 1, 2, 3. Pupsi probiert bestimmt auch mit. Ihr habt das nochmal, die Prozentangaben. Ihr habt ja die kleinen Näpfchen und ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir probieren einfach mal die Nummer 1. Level 1, 8% Jalapeno. Spicy Soße Level 1. Machen wir mal auf. Du darfst auch das erste Nugget nehmen. Ich? Und darfst mal hier reintunken. So, bitteschön. Probieren Sie mal, sagen Sie mal, wie es schmeckt. Ich nehme ja auch mal eins. Oh, die sind noch richtig schön knusprig und heiß. Was? Ist schon scharf, ja. Es ist schärfer als der normale Dip, den es dazu gibt. Die haben doch sonst auch immer so Chili-Dip eigentlich. Ja. Und ist schärfer als der normale Chili-Dip. So, wir haben uns gleich mal hier einen ganzen Humpen drauf gemacht. Dann schmeckt auch deutlich die Jalapenos. Finde ich. Ja, Level 1 hat schon Bums, muss ich sagen. Von der Schärfe reicht. Gefällt dir so, reicht dir so. Aber du möchtest unbedingt trotzdem Level 2 probieren, habe ich gehört. Weil so ein bisschen bitzelt es auf der Zunge. Es bitzelt ein bisschen auf der Zunge. Ich muss sagen, ja, das macht sich direkt breit, auch im Rachen. Es legt sich überall auf eure Organe drauf gerade. Selbst Level 1 schon. Finde ich aber gut. Obwohl das ja nur 8% sind, dann noch 13% Jalapeno. Ob da die Steigerung so extrem ist. Hat also 2 Flammen, Level 2, Spicy Sauce oder lieber nicht? Na doch, ich habe ja noch. Was? Was ist ja noch Kirschwasser übrig? Das passt schon. So, dann tunken wir hier rein in den zweiten. So klein, so ein kleiner Dipper. Aber ist natürlich gut, ja, übertreibt es nicht. Also, wenn ihr nicht so extrem scharf esst, dann ihr müsst euch da jetzt nichts beweisen. Schmeckt's? Ja, es ist halt noch schärfer, ne? Aber der Geschmack ist der gleiche. Es brennt ja nur mehr, oder wie? Ja. So, wir gehen wieder hier rein. Boah. Nehmen wieder hier den ganzen Humpen voll raus. Also eine Steigerung von der Schärfe habe ich selber jetzt nicht unbedingt gemerkt. Beim Essen. Ich habe aber die ganze Zeit so einen erdigen Geschmack. Irgendwie wie diese Flying Goose Chili Soße. Irgendwie hat sich jetzt so Erde auf die Zunge gelegt, als hättest du jetzt einen Erdhaufen gegessen. Das heißt, vom Geschmack her fand ich die erste eigentlich besser. Von der Schärfe bin ich von der ersten ja schon angeheizt, deswegen merke ich die Steigerung nicht so sehr. Geschmacklich ist die zweite aber jetzt nicht so toll, finde ich, aber für Nuggets gehen die trotzdem. Wenn es nichts anderes gibt, würde ich auch die einfach nehmen. Und wir haben natürlich noch Level 3 von der Spicy Soße, der Red Chili Mix. Ist Chili wirklich schlimmer als Jalapeno? Schade, dass da keine Scoville-Zahlen draufstehen. Das hätte mich interessiert.
farblich, habe ich gar nicht geguckt, farblich die Nummer 1, sah so aus, das sieht so aus, ihr seht, das ist dunkler, der Red Chili Mix ist eigentlich orange, während das andere, nein, jetzt ist Soße in der Kamera, ich hab's gewusst. Also das erste dunkel, das zweite war auch relativ dunkel, wie man hier sieht, dick und breich. Und dieser Red Chili Mix ist auf jeden Fall orange. Sieht eigentlich am fruchtigsten aus. Wir zeigen euch nochmal, dass wir jetzt nicht die Soßen ausgetauscht haben. Hast du immer noch was übrig von deinem? Dann tunk mal rein. Ich bin mal gespannt auf die Reaktion, wenn sie es eben schon brutal fanden. Boah, die sind so dick und fluffig. Guckt euch das an. Und schmeckt's? Ist es schärfer? Ich finde, es schmeckt ganz anders als die anderen beiden, aber... Ist ja auch Chili-Mix statt Jalapeno. Also beim Essen an sich kommt es mir nicht schärfer vor, aber es brennt nach. Beim Essen kommt es nicht schärfer vor, aber es brennt nach. Ich glaube, wenn man die probiert, als allererstes, kommen die einem schärfer vor als jetzt, wo man die ersten zwei schon drin hat. Wir nehmen uns also wieder hier eine Portion, einmal Stufe 3. Schmeckt irgendwie so säuerlich, so ein bisschen säuerlich, essigmäßig säuerlich, irgendwas, keine Ahnung. Also den Geschmack finde ich jetzt auch nicht unbedingt toll. Ich glaube, die 8% Jalapeno hatte den besten Geschmack, weil die nicht säuerlich war, nicht nach Erde schmeckt. Von der Schärfe her, boah, das ist schwer zu sagen jetzt. Ich glaube, wir essen einfach nochmal eins von Stufe 3. Um nochmal zu merken, ob da jetzt, vielleicht ist es einfach, du brauchst einfach mehr. Du brauchst mehr und dann kannst du gucken, nochmal Stufe 3. Weiß ich nicht. Ich merke jetzt nicht unbedingt noch eine Steigerung oder irgendwas, auch wenn ich nochmal, Ich habe dieses Brennen im Hals ein bisschen. Das habe ich aber schon seit der ersten Soße. Und ich glaube, der Überraschungseffekt bei der ersten war sowieso am größten, weil du hast nichts erwartet und hast gleich eine ordentlich scharfe Soße bekommen. Deswegen hat die erste dich total überrascht. Die anderen haben sich jetzt nicht extrem gesteigert, wie ich finde. Und geschmacklich einfach die erste der Gewinner. Wir haben jetzt noch ein paar Nuggets übrig. Muss ich mal gucken, vielleicht möchte Pupsi noch ein paar essen, vielleicht von der Stufe 1, vielleicht von was anderen. Sieht jetzt auf jeden Fall gut aus. Hier stehen die ersten zwei, Stufe 1, Stufe 2, Nuggets, Papp, Stufe 3. Würdest du die nochmal kaufen, nochmal probieren, nochmal essen? Nee, eigentlich nicht. Also, aber die Spicy Nuggets isst du ja gern. Dir reicht aber die normalen Soßen, die so dabei sind, dann ist das trotzdem angenehm. Dill, Sur Dill, Dip Deep, Dings und Süß, Sour und irgendwas und alles. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon gesehen? Habt ihr das vielleicht? Der Magus-Gott hat bestimmt ein Video drüber gemacht. Und wenn nicht, Grüße an den Magus-Gott. Wir haben es gemacht. Level Up Your Spice. Die Spicy Challenge, Spicy McNuggets Challenge mit Bravour bestanden. Pupsi hat es bestanden, ich hab's bestanden. Der Hannes hätte sich bestimmt auch gefreut. Aber bis ihr das Video seht, gibt es das bestimmt alles gar nicht mehr. Ansonsten war es das von meiner Seite aus, von Pupsis Seite aus. Dankeschön fürs Mitmachen und fürs Sponsoring, ne? Pupsi hat nämlich die Nuggets gekauft. Die kümmert sich immer um mich. Ist nämlich mein Frühstück für heute. Wir haben heute noch einen langen Tag vor uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.